In den USA geht bei den Demokraten derzeit die Angst um. Der Grund: die Umfragewerte von US-Präsident Joe Biden sind so schlecht wie nie. Laut einer neuesten Umfrage ist die Zustimmung für Biden auf 40% gefallen. Und das 5 Wochen vor der so wichtigen Kongresswahl in den USA. Die eklatant sinkende Popularität des Präsidenten schürt jetzt bei den Demokraten die Sorge, die Kontrolle sowohl über das Repräsentantenhaus als auch über den Senat zu verlieren. Bei der Wahl am 8. November wird über das gesamte Repräsentantenhaus und über ein Drittel des Senats abgestimmt. Die Präsidentenwahl wird erst 2024 abgehalten.